Bernard ist Innenarchitekt aus Paris. Bernard hat großes Glück in der Liebe, denn er ist verlobt mit der Amerikanerin Janet und der Französin Jacqueline und der Schweizerin Judith. Er liebt Frauen in Uniform und deswegen hat er sie 3 Stewardessen angelacht, weil die findet er einfach unwiderstehlich, diese Uniform. Wie das funktioniert? Wenn Judith, die Schweizerin, abends aus Stockholm kommend landet, ist Jacqueline, die Französin, bereits mittags in Kairo abgeflogen, während wiederum Janet, die Amerikanerin, nicht vor Morgenmittag aus New York eintreffen wird. Klingt kompliziert, vielleicht für den Betrachter, nicht aber für Bernard. Sein wichtigstes Arbeitswerkzeug, ein kleines Notizbuch, in dem er sich die Flugpläne seiner Stewardessen feinsäuberlich notiert. So einfach funktioniert der Liebeskalender des Schwerenöters. Deutlich schwerer hat es da Bernards Haushälterin Berthe, denn sie ist ein anständiges Hausmädchen. Aber es ist doch immer am Rande eines Nervenzusammenbruchs, weil sie muss ja immer sehen, dass alle Dinge in diesem Haushalt ordentlich funktionieren und dass keine der Stewardessen von der anderen irgendwas mitbekommt. Also es dürfen keine Dinge rumliegen, keine Kleidungsstücke. Es muss immer so aussehen, als ob nur eine Dame des Hauses hier wäre und nicht mehr. Gar nicht so einfach, entgegen der Moral seine Pflicht zu tun. Denn sie tut, was sie tun muss. Immerhin wird sie dafür bezahlt. Bernards Jugendfreund Robert richtet sich für einige Tage in der Wohnung des Innenarchitekten ein. Der schüchterne und kleinkarierte Provinzler hat sehr genaue Vorstellungen von Anstand und Sitte. Er begegnet dem Liebesviereck seines Freundes mit großer Abneigung. Doch Bernard ist glücklich, bis die neue Superboeing in die Flugpläne der Damen gerät. Endlich können sie alle mehr Zeit mit ihrem Geliebten verbringen. Also am Anfang hat er seine Flugpläne eben noch richtig eingeteilt und dann wechseln seine Verlobten alle auf neue Flugzeuge, die schneller fliegen, haben neue Flugpläne und plötzlich stehen es alle 3 gleichzeitig vor der Tür. Ja, die Superboeing bringt insofern den Flugplan durcheinander, weil die 2 von den 3 Stewardessen schneller wieder beim Herrn Bernard sein können und so ist das überhaupt nicht geplant und deswegen kommt natürlich der ganze Ablauf durcheinander. Robert hingegen beginnt jedoch zu verstehen, wie das System seines Freundes funktioniert und welche Vorteile das Perpetuum mobile der Liebe für ihn selbst haben kann. Tja, also im Endeffekt hat ja dieses ganze Flugzeugesystem einen Antrieb, eben die Flugzeuge selber, die Maschinen und die Stewardessen landen und starten. Man bekommt auch mit, dass es nicht die einzigen 3 Stewardessen sind, die es jemals gab. Also sie werden auch ausgetauscht. Es gibt auch noch Überbleibsel von vorhergehenden, die der aufmerksame Zuschauer vielleicht entdeckt. Und so ist es quasi ein Perpetuum mobile, weil die Stewardessen immer von selbst kommen und irgendwann auch wieder von selbst gehen, einfach durch den ganzen Flugverkehr. Roberts Ego entwickelt sich. Er hat zum ersten Mal in seinem Leben Kontakt zu verschiedenen Frauen. Aus dem misstrauischen Beobachter wird der heimliche Star des Stückes Boeing Boeing. Der Schriftsteller Marc Camoletti wurde 1960 mit dieser Komödie weltberühmt. Globalen Ruhm erwarten die Protagonisten des Theater Nicola zwar nicht, und doch ist Boeing Boeing ein besonderes Stück. Immerhin das erste nach dem Juni-Hochwasser im vergangenen Jahr. Premiere feiert die witzig-turbulente Liebeslügenkomödie am 26. April, also diesen Samstag um 20 Uhr. Weitere Termine und Ticketinfos gibt es im Internet unter www.theater-nicola.de. Ja, ich nehme die Schwede. Was? Nein, nicht für mich.